Mehr als 32.000 Auszubildende waren im vergangenen Jahr bei der Berliner Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Berlin angestellt und wurden in insgesamt rund 8.000 Ausbildungsbetrieben an ihren späteren Beruf herangeführt. Die Entscheidung, ob die jungen Frauen und Männer den Weg einer dualen Ausbildung gehen oder ein Studium anstreben, wird von vielen Faktoren bestimmt. Den eigenen Interessen, den Schulnoten und auch durch Einflüsse des Elternhauses. Um Eltern eine Hilfestellung rund um das Thema Ausbildung zu geben, lud die IHK Berlin gemeinsam mit der Stiftung Bildung interessierte Eltern und Schüler zum ersten IHK-Elternabend in das Ludwig-Erhard-Haus. Um das ernsthafte Thema aufzulockern, begrüßte Comedian Ildil Beida in ihrer Rolle als Gillette Eiche zu Beginn die Gäste. Die haben Dings Hauptschule abgeschafft. Es ist so, es gibt jetzt nur noch Gesamtschule, was auch immer das sein soll. Das ist so ein bisschen wie Zoo, verstehst du, was ich meine? Alle in ein Dings. Aber diese ganze Hauptschule und Realschule und Gymnasium ist vorbei. Jetzt gibt es nur noch oben und unten. Und was wollen wir, wenn wir Eltern sind? Sei mal ehrlich, du willst, dass dein Kind oben ist. Egal wie doof dein Kind ist, du willst, dass es gewinnt. Man nennt das Liebe. Was kann man machen? Verstehst du, was ich meine? Man liebt seine Kinder. Man will das Beste für sie. Doch was ist das Beste? Ausbildung oder Studium? Wie kann ich mein Kind bei der Berufswahl unterstützen? Um nur einige Fragen zu nennen, die Eltern bewegen. Besonders das Thema Schulpraktikum wird häufig unterschätzt, obwohl es wichtige Impulse für die spätere Berufswahl geben kann. Als meine beiden Kinder in diese Phase kamen, Praktikum, habe ich gedacht, ich bin echt etwas erstaunt und auch enttäuscht von, bitte Lehrkräfte nicht böse nehmen, wie schwierig das ist für Schule, Kinder da zu begleiten, rauszufinden, was ihnen wirklich gut tut, was sie interessiert, wo sie reinschnuppern wollen, was ihre Kompetenzen sind, wo sie wirklich brennen für. Und habe mir tatsächlich zu Hause diese Zeit genommen, weil die einfach nicht in der Schule da ist. Und mit meiner ersten war es dann tatsächlich so, die wollte gerne in ein Forschungslabor. Und es war wahnsinnig schwierig, das wäre jetzt so ein Hint in Richtung IHK, es war wahnsinnig schwierig rauszufinden, wo ist eigentlich ein Forschungslabor, wo meine Tochter ein Schülerpraktikum machen konnte. Wir haben dann über Verbindung, deswegen vernetzt euch, fragt andere, eine Firma gefunden, macht so Oberflächenbehandlung von Metall. Da landete sie in dem Forschungslabor, wie gesagt, über einen Freund, der da arbeitete und hatte einen Heidenspaß. Und ich habe nie meine Tochter so brennen sehen wie in dieser Zeit. Die ist heute, tatsächlich schreibt sie gerade ihre Bachelorarbeit in Biowissenschaften und wird also in die Forschung gehen. Also da war das Praktikum so richtig wegweisend. Absolut ausschlaggebend. Und das war 10. Klasse. Ildil Beidas Weg war hingegen nicht so geradlinig. Wie viele Eltern hatte es die Mutter der Kabarettistin damals mit einer aufmüpfigen Tochter zu tun. Aber als ich dann in dem Alter war, wo es wirklich so um Ausbildung ging, 16, 17, 18, war ich persönlich gar nicht mehr zu halten. Ich wollte Geld verdienen, für mich war das alles Quatsch, war alles Blödsinn. Und da war also die Situation gar nicht gegeben, dass meine Mutter so wahnsinnigen Einfluss auf mich gehabt hätte, weil sie selbst beschäftigt war, damit Geld zu verdienen. Und hatte nun gedacht, je mehr Freiheit sie mir lässt, desto besser würde ich mich entwickeln. Das Kind macht schon sein. Richtig. Natürlich muss man immer so eine Balance finden. Mhm. Und das heißt, ich hatte mir meinen Weg ein bisschen schwerer gemacht. Im Nachhinein war es gut so. Aber innerhalb, also in der Situation, war es wirklich schwierig. Also das muss ich wirklich sagen. Ich hätte mir vieles ersparen können an Leid, an Tränen, an Ärger. Also bei mir war es wirklich ein bisschen schwieriger. Ich bin von der Schule abgegangen, auch ohne Zeugnis, nur mit einem Abgangszeugnis. Hab dann gesagt, nee, ich werde schon meinen Weg finden. Und das hat dann aber dazu geführt, dass ich dann tatsächlich mit 28 nochmal mein Abitur nachgemacht habe. Auf dem zweiten Bildungsweg am Berlin-Kolleg. Der 15-jährige Tim Harris weiß hingegen schon relativ genau, was er nach der Schule werden will. Also ich möchte Richtung Polizei, Bundespolizei gehen. Und mir hat das einfach näher gebracht, dass Ausbildung, finde ich, besser ist, als zu studieren, weil man hat direkt eine Ausbildung und direkten Vertrieb bei sich. Und man lernt halt direkt sein Handeln, wie man was zu tun hat und nicht nur Theorie. Und wie wichtig ist es dir denn, dass die Eltern da mit im Boot sind? Also brauchst du die Beratung? Fühlst du dich sicherer? Entscheidest du da lieber für dich selbst? Also ich bin, glaube ich, nicht der Typische.
weil ich nehme gerne selbst was in die Hand und mir ist es dann immer recht egal, was meine Eltern oder so zu mir denken. Weil ich finde, ich muss mein eigenes Leben leben und sie soll nicht mitbestimmen. Das klingt schon sehr selbstständig. Da frage ich mal den Vater, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie so ein bisschen Bauchgrummel, was die Zukunft Ihres Sohnes betrifft oder so die generelle Ausbildungssituation in Deutschland? Nein, also er wird sicherlich seinen Weg machen. Wir wünschen uns eine duale Ausbildung, jetzt nach der 10. Klasse. Er möchte das Abitur noch machen. Ist für uns auch okay, wenn er das schafft. Er ist jetzt auf einer Gesamtschule, muss eben diese Qualifizierung schaffen und wird dann eben wahrscheinlich erstmal das Abitur machen und dann wird man in 3 Jahren ja auch sehen, wo er dann hin will. Und warum haben Sie sich dann entschieden, heute hierher zu kommen und was nehmen Sie von diesem Abend mit? Also ich bin durch meine Frau darauf aufmerksam geworden und mitnehmen, Mut einfach. Ich finde, es macht Mut für alle anderen, die das hoffentlich auch irgendwann miterleben können, über duale Ausbildung genauer nachzudenken und dieses Format ist sehr erfrischend, das näher zu bringen. Ich habe die Einladung bekommen über die schulische Mitarbeit im Förderverein und habe gedacht, Mensch, das ist eine Sache, die mich persönlich auch sehr interessiert. Habe 2 Teenager im Hause, der Ältere ist 15 Jahre alt, an einem Gymnasium. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie begleite ich ihn als Elternteil? Sage ich ihm, Mensch, mach nach den 10 Jahren Schluss und gehe einer Leidenschaft, die du im Moment offenbar entwickelst, nach, lerne einen Ausbildungsberuf. Oder sage ich, Mensch, geh den Weg weiter, auch wenn er schwierig ist, mach das Abitur und überleg noch ein bisschen weiter. Was ist der richtige Weg? Wie begleite ich mein Kind so, dass es glücklich wird am Ende? Und konnten Sie jetzt eine Antwort finden auf diese Frage, beziehungsweise was nehmen Sie mit von dem Abend? Ich glaube, dass es die perfekte Antwort dafür nicht gibt. Das muss jeder für sich selbst finden. Ein paar Anregungen habe ich mitgenommen, neben einer guten Portion Unterhaltung in der Tat auch. Den einen oder anderen Kontakt aus Gesprächen, die sich am Rande ergeben haben und dass eine Ausbildung durchaus auch eine lukrative Angelegenheit sein kann und dass es Möglichkeiten gibt, wo man sich diesbezüglich beraten lassen kann. Denn Unterstützung von Mutter oder Vater zu bekommen, ist vielen Jugendlichen sehr viel wichtiger, als man annehmen könnte. Allgemein kann man sagen, dass Eltern eine zentrale Rolle in der Berufs- und Studienorientierung ihrer Kinder haben und dabei direkte und indirekte Einflüsse, wie Sie das gerade schon so schön gesagt haben, ausüben. Die direkt natürlich über Ratschläge, die sie geben, Gespräche am Abendbrottisch, aber auch als emotionale Unterstützer, wenn es mal nicht so gut läuft, in der Praktikumssuche beispielsweise. Sie sind richtungsweisend durch ihre eigene Berufstätigkeit, also Vorbildcharakter, aber das Vorbild zeigt sich natürlich auch dadurch, wie zu Hause die Arbeits- und Rollenverteilung ausgelebt wird. Auch damit vermitteln wir als Eltern Wertvorstellungen an unsere Kinder. Genau. Das heißt also auch, wenn ich alle 4 Tage mit schlechter Laune nach Hause komme und meinem Kind das vorlebe, dann könnte sich das auswirken. Das wird definitiv Auswirkungen früher oder später haben. Kinder nehmen das auf. Das ist uns oft gar nicht so richtig bewusst, wie viel Einfluss wir auf unsere Kinder haben. Und natürlich werden die Dinge, die wir über unsere eigene Arbeit sagen, puh, die Überstunden oder mir tut aber mein Rücken weh, Einfluss auf die spätere Berufswahl unserer Kinder haben. Und den Einfluss als solchen unterschätzen wir als Eltern sehr stark. Studien zeigen, dass 50% der Eltern glauben, dass sie nur sehr wenig Einfluss haben. 3% glauben sogar, dass sie keinerlei Einfluss haben. Und das widerspricht sich aber sehr stark mit dem, was wir von den Schülerinnen und Schülern wissen, die zu 90% möchten, dass ihre Eltern ihre zukünftige Berufswahl für gut heißen. Das muss man natürlich als Elternteil im Hinterkopf behalten. Aus Sicht der IHK Berlin und der Stiftung Bildung, die den ersten Elternabend organisiert hatten, war die Ausbildungsberatung ein voller Erfolg. Die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber für junge Menschen. Sie geben es vielleicht nicht immer zu, aber sie sind es in der Tat. Und wir haben gesagt, wir müssen junge Menschen viel mehr aufschließen für die Chancen einer dualen Ausbildung. Und da müssen wir stärker an die Eltern ran. Das war heute ein Pilot. Wir haben die Eltern heute mal auch mit viel komödiantischen Elementen versucht zu überzeugen. Ausbildung kann eine sehr gute Alternative sein, auch zu einem Studium. Und das bietet heute Multiplikatoren bei Eltern aufzuschließen für eine duale Ausbildung. Eltern konnten hier ihre Ängste und Sorgen und Fragen loswerden. Können Sie denn von Seiten der IHK auch etwas daraus mitnehmen? Gibt es denn vielleicht in Zukunft noch einen zweiten Elternabend? Also es war eines der wichtigsten Ergebnisse für uns, was erwarten die Eltern eigentlich von der IHK? Und da haben sie gesagt, Elterncoaching. Also Eltern sind sehr daran interessiert, ihren Kindern etwas mitzugeben, zu helfen, zu unterstützen bei der Berufswahl. Ist ja eine wichtige Entscheidung.
Und da wurde uns klar, ja, wir müssen irgendein Format finden, Online-Informationen oder solche Abenden verstärkt zu machen, wo wir Eltern ein Rüstzeug an die Hand geben, wie sie ihre Kinder bestmöglich beraten können. Eine Mutter kam jetzt gerade auf mich zu und ich meine, was Schöneres hätte sie mir als Geschenk nicht geben können. Sie sagte, ich gehe jetzt nach diesem Elternabend mit einer solchen Entspannung zu meinen drei Kindern nach Hause. Es ist ein Traum. Also wenn ich das auch nur bei einer Person erreicht habe, dann ist das natürlich wunderbar gelungen, was wir hier in dieser Kooperation IHK, Stiftung Bildung, versucht haben. Ich selbst würde gerne überlegen, ob man dieses Format in die Schulen hineintragen kann. Ja, also wirklich, damit wesentlich mehr junge Menschen mit ihren Eltern oder auch ohne ihre Eltern direkt in dieser Art und Weise auch Fragen stellen können und sich mit verschiedensten Ausbildungswegen auseinandersetzen können. Das wäre mein Traum und das ist tatsächlich so eine Überlegung. Ich finde, da sollten wir mal einen Testlauf starten. Klarheit schaffen, Sorgen von Eltern ernst nehmen und umfassend informieren. Der erste Elternabend hat wichtige Impulse gesetzt und Raum für neue Ansätze geschaffen.